So, sieht doch eigentlich nicht schlecht aus, ne? Das Dach ist fertig. Innenleben steht. Halbwegs. Wir können natürlich noch ein paar Änderungen hier vornehmen, aber eigentlich geht das. Das geht. So, eine schöne Terrasse. So, mal gucken. Ja. So. So, und wir mal gucken hier. So, und der letzte. Das haben wir dann hier vorne so ein bisschen. Jetzt können wir hier natürlich noch so einen Pool reinmachen. Einfach nur so, just for fun. Lasse ich das erstmal so offen. Mach hier jetzt vier hin. Mach die nächsten zwei dann jetzt hier hin. Wie würde das denn jetzt aussehen? Boah, ganz okay. Das sieht ganz okay aus. Also, da habe ich nichts gegen einzuwenden. Können wir dann hier zwei. Hier am besten zwei. Und sonst. Dann. Ja, also so. Ja, gut, okay. Man kann es jetzt so lassen. Dann können wir jetzt das Innenleben rausreißen. Und mal gucken, was wir dann stattdessen reinmachen. So. Einfach mal gucken. So. Ja, das Wasser ist ja schon so zur Hälfte drin. Ich weiß nicht, ob ich da einen richtigen Boden reinmachen soll. Oder nicht. Da bin ich noch so ein bisschen unsicher, aber ich werde das Wasser auf jeden Fall ein bisschen erhöhen. Also einen Block zumindest, damit das da anständig aussieht. Dafür brauche ich einen Eimer und den haben wir ja da im Schuppen, ne? Kein Problem. No problemo. Nehme ich sogar ein bisschen Stein mit vielleicht. Den gehen wir mal ganz kurz rüber. Ah, die Sommerresidenz wird aber langsam, ne? Habe ich das Gefühl. Das wird jetzt langsam. Ach ja. So. Das Getreide, Alter. Wie sieht das denn aus? Wow. Schon mal ein bisschen weiter aus. Melonen, Alter. Wie viele Melonen wir haben. Das ist unglaublich. Das ist der reine Wahnsinn, ne? So. Ich wollte so ein bisschen Stein mitnehmen. Ihr werdet gleich sehen, wofür. Erde kann ich auch so ein bisschen mitnehmen. Dann brauchen wir Eimer. Oh. Das ist wenig. Das ist sehr wenig sogar. Das ist. Na gut, muss reichen irgendwie. Mal gucken, wie wir das hingezaubert bekommen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. So, als allererstes aber müssen wir wieder runter. Huch, ach, da hinten. Zu weit gelaufen und da ist ein Hühnchen. Was uns nicht gerade weiterhelfen kann, weil es kein Ei gelegt hat. Ohne Ei können wir müssen echt eine Hühnerzucht betreiben. Da hängen wir echt hinterher. Das haben wir ja mit dem Baum so Bau so ein bisschen begonnen, aber sonst hängen wir da echt so ein bisschen hinterher. So. Mal gucken, wie das wird. Ich bin da teilweise skeptisch. Ah, mal gucken, ob das wird. So habe ich das noch nie gemacht, weil ich habe da auch keinen Boden. Klack, klack, klack.
Super. Ah, es geht aber. Bis jetzt sieht's gut aus. Kann ich von hier aus? Nein. Mach ich das hier einfach mal. Boah, geil, das wird. Die Idee bin ich auch noch nicht gekommen, das ist einfach so zu machen. So, ups. Hier. Und hier. Fertig. Boah, geil. Ich feier das. Ist voll feierbar. Wenn es das Wort gibt. So. Jetzt kommen wir zum Stein. Spitzhacke haben wir hier. Das ist natürlich hier so sinnvoll wie möglich zu machen. Erde. Zap. Ey, wir brauchen hier drauf Gras, fällt mir gerade ein. Wir müssen uns irgendwie Gras hier besorgen. Was kommt dann noch? So. Ich möchte tatsächlich so einen schönen Zaun drumherum haben. Das wäre geil. So einen schönen Zaun. Bis jetzt sieht's okay aus. Noch Blumen. Wassermarsch. Genau so wollte ich das. Jetzt sieht es schon mal ein bisschen besser aus. Ich brauche Blumen dafür. Haben wir Blumen eigentlich im Lager? Müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken. Bis hierhin haben wir alles abgeholzt hier. Hier steht ja nichts mehr. So, müssen wir mal gucken. Blumen haben wir. Haben wir dafür ein Extrafach? Warte mal. Samenzug. Ah, hier haben wir eine. Ne. Überhaupt nichts. Nur eine Blume haben wir. Alter, Finne. Wie ausgestorben das hier doch ist. Das merkt man jetzt gerade erst richtig. Gibt es hier keine richtigen Blumen? Keine Sträucher irgendwie, die ich mitnehmen kann? Ich suche mal so ein bisschen durch die Gegend. Mal gucken, ob ich was finde. Ich brauche das Schwert auf jeden Fall. Keine Blumen? Aber finde ich jetzt so ein bisschen seltsam. Pilze brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe keine Sträucher, keine Blumen, kein nix. Aber nur weil hier ein bisschen auch Sand ist und weil hier auch nichts wachsen kann. Das ist ja so ein seltsames Biom. Da hinten habe ich eine gesehen. Hier sind die... Alter! Okay. Das müssen wir mal hier im Auge behalten. Huch, was sind das? Okay. Als wenn sich hier schon einer runtergegraben hat. So. Da hinten sind Blumen. Landala. So. Komm her. Blümchen. Ich möchte davon Beet anpflanzen.
Du auch. Du auch, du auch, du auch. Ich habe nämlich was vor. Das kennen die Leute wahrscheinlich schon aus den ersten 100 Folgen. Folge 93 oder so. Die Hitbox ist da irgendwie mal ein bisschen daneben, ne? Mann. Ja, da kommt ein anderes Gebiet jetzt langsam. Wir sind aber auch schon wieder so weit weg vom Schuss. Alter, das sieht hochinteressant aus. Müssen wir alles mal erkunden. Müssen wir alles erkunden. So. Dann ist ein Pilz. Hier sind Pilze. Ui, überall Pilze. Pilzchen. Ah, ich bin schon zu weit gelaufen. Ja, ja, alles immer so in kleinen Abständen. So. Die Winterresidenz möchte ich tatsächlich in irgendeinem Berg bauen. Da hinten oder so. Keine Ahnung. Ja, da hinten. Alter, in dem großen Viech. Das wäre geil. Das machen wir. Das können wir vielleicht sogar wirklich machen. Wäre nicht schlimm. Und wir brauchen Fackeln, fällt mir gerade auf. Brauchen unbedingt Fackeln, um das da zu erleuchten. Sonst haben wir da sehr bald so ein großes Monsterproblem. Das glaubt mir dann kein Schwein. So, 16 Löwenzahn. So. Sieht schon ein bisschen schöner aus. Mir fehlt natürlich noch das Gras. Das müssen wir jetzt irgendwie abzapfen. Da hinten von Land. Vom Land geht das. Es ist zwar ein bisschen blöd, was wir jetzt machen müssen, aber wir machen es nur vorübergehend. Also ist jetzt nur notdürftig, damit das Gras hier rüber wachsen kann. Brauche es eine kleine Linie hier. So, das muss erstmal vorübergehend sein. Da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Das muss sein. Gehen wir mal ins Haupthaus. So.